Und Doppeldribbling. Gefühlt dadurch der Ball weg. Und wir haben noch etwa eine Minute Unterzahl für Grün-Weiß-Schwerin. Und Anne Fischer tut sich da was wieder weh und Bonnie Lenz kann den Ball abgreifen. Und die Unterzahl fast überstanden. Julia Harder sucht sich da ihren Weg. Und ein technischer Fehler, aber jetzt darf Grün-Weiß-Schwerin wieder auffüllen, aber das könnte zu spät kommen für diesen Angriff. Und er ist drin. Zwölf zu zehn für Moderbahn nach dem Konter, jetzt Grün-Weiß-Schwerin, aber wieder voll. Und Lisa Menzel scheitert erneut von außen. Und von außen erneut Lisa Lehmann. Und der Ball geht natürlich dadurch, wo er nicht durchgehen darf, durch die Torwart-Ecke. Und Bonnie Lenz scheitert vom Kreis. Und Moderbahn versucht jetzt die Überzeit schnell auszuspielen. Und da ist Lisa Lehmann in den Kreis getreten. Das wäre es bereits dritter Treffer in kurzer Zeit gewesen. Und Lisa Menzel von außen scheitert erneut. Wieder Spielzug angesagt, jetzt auf beider Seite. Letztes Mal ist das einfach der Außenkörpertäuschung und durch. Jetzt spielen sie es mit dem zweiten Kreis. Und Fischer mit ihrem vierten Treffer zum 10 zu 14. Da reklamieren sie Fuß auf Seiten von Grün-Weiß-Schwerin. Aber Ballbesitz Moderbahn. Jetzt der schnelle, unvorbereitete Abschluss. Der Ball ist weg.
Und nun der Wechsel auf außen. Durch Marin. Horn geht nur nach außen, beziehungsweise Menzel geht jetzt wieder nach außen. Horn für Harder auf rechts außen. Der Arm ist oben. Man muss schnell abschließen jetzt. Der Rehnser Meißner nimmt sich den Wurf und er passt. Hier dritter Treffer. 11:14. Ja, das können Sie nicht sehen, hat ja einen Schlag auf die Nase bekommen, kühlt das erstmal auf der Bank. Währenddessen ihre Kollegin jetzt versuchen, hier den Angriff vom Motorbad abzufangen. Schlecht gespielt. Kreisläufer keine Möglichkeit durchzurücken. Laura Fischer wieder mit einer Hand im Ball und mal der Konter, aber schlechter Pass von Juliane Schiller. Und dann ist die Barther Spielerin da noch völlig vorne dran. Aber der Ball ist vorbei. Das war natürlich eine hundertprozentige Chance, die Berlin natürlich verwandeln muss. Und Sarah Bischoff setzt sich da durch, macht den Treffer, aber es gibt 7 Meter. Was ja auch nicht unbedingt schlecht ist, ist schon der 9. Und für diesen 7 Meter kommt wieder Anne Töpfer ins Tor. Und Anna Linke verwandelt auch diese in 7 Meter. Ja, 8. Treffer. Und jetzt ist scheinbar das Tor kaputt gegangen. Und Schiedsrichter handwerklich begabt, flicken das Tor. 12:14. Gelbe Karte gegen Jule Schiller jetzt. Und da setzt sie sich durch Anne Altmann im Kreis zum 15:12. Spielzug angezeigt, wieder mit dem Wechsel und
Janu Schiller verliert fast den Ball. Das ist kurz die Lücke für Julius Schiller. Ah, und dann sofort wieder zugemacht. Und dann kommen sie beide zu spät gegen Theresa Meissner und es gibt 2 Minuten gegen Anna Fischer. Und Anna Linke jetzt beim 7 Meter. Die mit Nummer 10, Treffer Nummer 9 für Anna Linke. Und Grünwald Sparren 13 zu 15. Schwacher Wurf, unvorbereitet. Und die Möglichkeit jetzt für Julius Schiller, ist die Lücke da, da kommt der Passer, kennt sich nicht richtig hin. Und Lisa Menzel scheitert erneut. Und da steigt sie hoch, setzt sich durch, Anja Schaldach zum 13 zu 16. Und da geht der Ball durch, wo er nicht durch darf, Franzi Horn, 14 zu 16, kurze Ecke. Mutterbart füllt wieder auf.